Amazon. Hallo Leute, hier ist Tyro 1992 wieder und ich begrüße euch zu einer neuen Review. Und heute stelle ich euch den DX Amazon Driver Set vor aus Kamen Rider Amazons, eine Spin-off-Serie zu Kamen Rider, die 2016 gestartet ist. Zwei Staffeln und einen Film. Wenn ihr mal etwas dunkleres, brutaleres Kamen Rider haben wollt, empfehle ich euch die sehr. Hier haben wir den Gürtel, also die Deluxe-Variante, nicht die Complete Selection Modification. Ihr seht schon, es ist schon ein bisschen anders aufgemacht. Wir haben so eine kleine Produktschau. Wir haben halt einfach zwei Sachen, weil wir zwei Rider haben. Einmal Alpha Amazon und Omega Amazon. Und deswegen haben wir das hier, weil es war auch Tamashii Rap Exclusive. Ich sehe doch nochmal. Achso, okay. DX Amazon Driver Set. Okay, also was kriegen wir denn dabei? Wir kriegen einmal natürlich den Amazon Driver an sich. Dann das hier, also das heißt im Lasche. Ein Blade Adapter. Und natürlich die Handschlauf, also das Teil, was sie um Arm haben. Das hat ja Omega. Fangen wir mit dem an. Das sieht cool aus. Ist ja eine Anlehnung an das, was Kamen Rider Amazon aus den 70ern hatte. Aber es ist Plastik, es kann leider nichts. Aber es ist schön bemalt, schön detailliert hier auch. Schön metallic. Passt mir gerade so um den Oberarm. Aber wirklich gerade so, mit viel Würgen und Brechen. Sieht aber sehr cool aus. Dann haben wir natürlich, wie immer bei sowas, die typischen Schlaufen dabei. Was mich wundert, das ist eine Serie, die ist nicht für Kinder. Also sie haben keine Verlängerung mit. Obwohl, gut, sie haben natürlich später die Complete Selection Modification rausgebracht für Erwachsene. Speziell, und die ist auch noch wesentlich aufwendiger, aber trotz allem, also eine Verlängerung für einen Erwachsenen, hätte ich da schon mehr gedacht. Die Halterung dafür. Nett, denke ich, so von der Aufmachung her. Ist halt wieder nur ein Stück Plastik. Aber hier haben wir dann den Amazons Driver. Hier haben wir die Unit. Die besteht erst aus dem Hebel hier zum Verwandeln und Angriffe. Das kann man entfernen, aber da kommen wir dann noch zu. Und der Verwandler-Unit, die wir jeden, wenn wir sie rumdrehen, uns in einen Amazon Kamen Rider verwandeln. Wir machen jetzt als erstes mal an. Und kriegen Bestätigungssound. Nehmen wir die so rum. Dann werden wir Alpha Amazon. Da beginnt jetzt auch ein Standby-Sound. Und jetzt drücken wir den Hebel. Blood and Wild. Wild, 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 Wild war das. Wir können Finisher machen. Wir können entweder den Finisher aufladen. Also wir kriegen immer zwei. Wenn wir Alpha sind, haben wir zwei Finisher. Einmal den hier. Das ist der Violent Slash. Wenn wir es nochmal machen. Kriegen wir den Violent Strike. Können die auch noch jetzt aufladen. Aber es repeatet sich. Es ist immer Slash und der andere. Wenn wir den jetzt abziehen, kriegen wir ein Geräusch. Aber Alpha hat keinen Finisher dafür. Mir gefallen natürlich auch die vielen LEDs hier wieder drin. Unglaublich cool. So, drehen wir es jetzt um. Und betätigen wir dann. Jetzt sind wir zu Omega Evolution. Da haben wir da Amazons Omega. Und da haben wir jetzt drei Finisher. Einmal den hier. Dann Violent
Und natürlich aber auch hier aufladen. Und hier ist jetzt so, wir können den rausnehmen. Dann können wir hier den Aufsatz machen. Und haben das Amazon Blade. Ich meine, wir reden nicht darüber, das ist ein Küchenmesser. Da können wir unser Butterbrot schmieren. Aber die Idee ist da, dass sie es eingebaut haben. Ne? Das muss ich den Machern ja lassen. Wenn wir es jetzt entfernen wollen, müssen wir hier drücken. Und hier und dann. Sonst sitzt das echt bombenfest. Na gut, aber hier haben wir jetzt in der Form einen neuen Finisher. Und das ist jetzt der Violent Break. So. Es gab noch einen dritten Rider, der dieses Teil benutzt hat. Das war Carmen Rider Amazon Sigma. Und wie ihr seht, er hat hier, da sind die Knöpfe. Hier, das löst die Sounds aus. Und das eine ist halt mit einer Seite, das andere mit der anderen Seite. So, was heißt, wenn wir es richtig machen und beide Knöpfe gleichzeitig runterdrücken? So, jetzt Sigma, ihr seht, das sind nachher lila Augen. Wie sind eigentlich die Finisher? Okay. Also dieselben wie Omega. Ja, was halte ich denn von dem Teil? Wartet. Oh, da kam ein Nieser. Entschuldigung. Auf jeden Fall. Ich finde das Teil unglaublich geil. Es hat nicht viele Sounds. Was einfach daran liegt, dass die Serie halt keine Gimmicks gebraucht hat oder so, weil die halt überhaupt nicht darauf ausgelegt war. Und die Sounds sind aber geil und die ganze Optik ist einfach super. Also ich liebe diesen Belt. Also wenn ihr die Chance habt, ihn irgendwie ranzukommen, ihr seid Fans von Amazons, holt ihn euch. Ich empfehle es euch sehr. Das war meine Review zu dem Belt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Tyron 1992. Bis dann und ciao.